Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube, ich bin der Chris Vanfield und begrüße euch wieder zu einem kleineren Review bzw. Unboxing-Video vor. Dieses Mal haben wir von Numskull die Lickerstatue. Kennt die neue Serie von Numskull? Sie haben schon den Tyrant hervorgebracht. Jetzt folgte der Licker und in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Wochen, so genau weiß ich es nicht, wird der Nemesis released. Nemesis zu Resident Evil 3 Remake. Wir haben den Tyrant aus den klassischen Spielen gehabt in dieser wunderschönen Diorama-Base. Wenn ihr dazu meine Review sehen wollt, ob diese Stadt auch was taugt, ich werde es hier irgendwo unten mit verlinken, bei der Videobeschreibung am besten. Und dieses Mal haben wir, ich muss sagen, leider zum Resident Evil 2 Remake oder besser gesagt zu der Neuinterpretation, die Licker-Statue. Ja, in dieser Review gehen wir in Detail auf die Statue ein. Wir schauen uns die Base an, die Kolorierung, das ganze Painting und die Statue natürlich an sich selbst. Und es ist eine kleinere Statue. Ich werde zum Vergleich auch nochmal die Tyrant-Statue holen, die vor ein paar Monaten released worden ist. Wir gucken uns das Verpackungsdesign ganz kurz an. Viel gibt es da nicht zu sehen. Es ist schlicht und einfach eine ganz normale Box, wie wir sie schon zum Tyrant gesehen haben. Und natürlich am Ende gibt es auch eine kleine Mini-Entwertung. Ne? Ich bin gespannt, inwieweit Numskull diese Serie nach dem Nemesis fortführen wird. Es gab ja schon einen Teaser zum Nemesis, beziehungsweise es gab jetzt auch schon die finalen Produktshots. Ich hoffe, dass diese Serie weitergeführt wird und nicht bei diesen dreien Statuen bzw. BOWs bleiben wird. Ne? Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt erstmal das Verpackungsdesign an und gehen dann rüber zur Statue. Ja, das Artdesign wird man ja schon kennen. Hier haben wir einen Produktshot von der Statue selbst zu sehen. Es ist wieder diese kleine, ich sag mal, würfelartige Verpackung. Wir haben hier das Product Shot im Hintergrund natürlich wieder Raccoon City zu sehen, wie zuvor auch bei der Tyrant-Statue. Ich werde gleich nochmal die Originalverpackung von der Tyrant-Statue mit dazu holen. Hier haben wir einen super schönen Shot von der Licker-Statue. Hier nochmal von der Seite aus zu sehen. Mehr oder weniger die Rückseite, sein Rücken. Und hier nochmal so eine Art Seitenprofil. Unten gibt es nichts, die herkömmlichen Logos der ganzen Verantwortlichen. Und hier oben nochmal von Numskull. Resident Evil Schriftzug. Ne? Und hier nochmal die genaue Größe der Statue ungefähr. Ne? Das Ganze halt mehr oder weniger in so einer Art fast schon Klavierlack-Optik gehalten. Ich schaue jetzt ganz schnell mal die Tyrant-Box. Die befindet sich hier bei mir in der Nähe. Nicht allzu weit weg. Ich habe sie hier griffbereit. Tada! Und man sieht halt schon erheblich die Größe. Ne? Der Tyrant war natürlich ein bisschen größer und hier haben wir Licker. Ich bin gespannt, ob sie ungefähr im gleichen Maßstab sein werden. Also so wie es halt in Real auch wäre. Ne? Der Licker ein bisschen kleiner als der Tyrant. Ne? Was ich halt damals interessant fand, das hatte ich auch schon in meiner Review erwähnt. Licker hat sich hier von Nika ein bisschen bedient, was Produktshot zu dem Tyrant anging. Ne? Beim Licker ist es dieses Mal nicht der Fall. Da haben sie ganz normal ihre eigenen Bilder gemacht und dementsprechend auch hier in der Verpackung bzw. in diesem Artdesign verwendet, in dieser Boxdesign-Geschichte. Man darf hier nicht vergessen, hier unten steht es auch ganz klar, ist ein offizielles Produkt. Ne? Also jetzt kein Fake oder so oder Third-Party-Hersteller. Das ist auf jeden Fall offiziell, wie ihr sehen könnt. Okay, ich würde sagen, wir packen den guten mal aus. Der ist noch hier soweit verschlossen und dann schauen wir uns mal die Statue genau an. Out of the box seht ihr die Licker-Statue hier. Ne? Sie wird wieder durch diese gesamten Plastik, ich sag mal, zusätzlichen Boxen stabilisiert in der Verpackung, sodass nichts zu Bruch gehen kann. Und ich sehe hier tatsächlich, dass man hier die Zunge anstecken muss. Okay, das heißt, man könnte die Licker-Statue im Prinzip auch ohne Zunge darstellen. Ich bin mal gespannt, wie die Zunge ausgearbeitet ist. Das schauen wir uns als erstes wahrscheinlich an und dann gehen wir direkt rüber zur Licker-Statue. Aber an sich gefällt mir der erste Eindruck gut. Ich würde sagen, ich erspare euch das ganze Geknister und den ganzen Lärm jetzt hier. Ich packe ihn mal aus dieser Plastik-Geschichte und dann schauen wir uns die ganze Geschichte genauer an. Und da ist das gute Stück. Wie ihr sehen könnt, die Zunge muss man auf jeden Fall nochmal einstecken. Ich finde das tatsächlich gut, denn optional haben wir noch eine andere Ausstellungsmöglichkeit, obwohl sie sich minimal bei dieser, ich sag mal, Zungengeschichte halt eingrenzen lassen. Es ist halt nicht viel, aber dennoch eine schöne Option. Ne? Ich würde wahrscheinlich die ohne Zunge-Version favorisieren. Dennoch ist halt die Zunge ein sehr starkes Merkmal von der Licker BOW-Generation. Ne? Also die sind ja durch diese gerade Zunge und diese lange Zunge vorhin halt auch sehr, sehr bekannt. Daher auch die Namensgebung Licker, ne? Gar keine Frage. Okay, ich würde sagen, wir holen als erstes mal die Zunge hervor, gucken uns die mal genauer an, im Detail, wie sie bearbeitet ist. Und dann gehen wir direkt zur Licker-Statue über.
bevor wir zu unserem Kumpel Licker übergehen, schauen wir uns die Zunge im Detail an. Wie ihr sehen könnt, ist das von der Kolorierung her sehr, sehr fleischig und hat auch so einen super Glossy-Effekt, ne? Wie schon damals zum Tyrant. Und ich habe meine Licker beiseite, sonst spielt der Fokus hier nicht ganz mit, ne? Genau, so. Wie man sehen kann, halt so eine fleischige Kolorierung und diese ganzen Glossy-Effekte, wie man hier sehen kann. Das Licht wird hier super gut eingefangen, finde ich. Haben sie halt auch super beim Tyrant übernommen bei einigen Stellen, ne? Also super gut. Hier sozusagen dieser Undock-Bereich und ansonsten gibt es hier echt nicht viel zu sagen. Das sieht ja sehr fleischig aus. Es gefällt mir. Und hier auch diese Krallenstruktur, ne? Oder diese Knochenauswüchse. Sehr, sehr gut und sehr akkurat vor allen Dingen. Ne? Ich glaube mich zu erinnern, dass es hier an den Seiten auch noch so minimale kleine Stacheln gab oder Zähne. Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Aber ansonsten halt doch sehr gut detailverliebt und gefällt mir auch ziemlich gut. Man hätte vielleicht hier und da noch ein paar Adern oder Venen machen können, genauso wie hier, ne? Dass es sich halt ein bisschen überzieht und sie vielleicht auch von der Kolorierung her ein bisschen hervorheben, denn die gehen tatsächlich so ein bisschen unter, ne? Wenn man nicht ganz drauf achtet. Ja, genau. Ansonsten, hier hat man halt auch nochmal ein paar Adern Venen. Jetzt spielt der Autofokus hier. Total verrückt. Ich versuche es mal so darzustellen. Was ist denn jetzt los? Ja, genau. Hier und da, wie man sehen kann. Ansonsten ist es halt, wirkt doch eher sehr knochig tatsächlich. Also wir haben hier einige, ich sag mal, Risse in der Struktur. Und hier nochmal die Sehnen. Ne? Also ich hätte mir gewünscht gehabt, dass man die anderen Sehnen hier ein bisschen hervorheben hätte können durch die Kolorierung. Aber ansonsten gibt es hierzu nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, bevor ich die Zunge anstecke, schauen wir uns den Kumpel hier genauer an, im Detail. Headscalp und so weiter und so fort. Und dann stecke ich das an und dann schauen wir uns das ganze Set nochmal im Genauen an. Ne? Wow, also mein Ersteindruck ist tatsächlich sehr positiv. Ich war noch anfangs sehr skeptisch gewesen, auch über die Pose und Gesichtsausdruck von diesem Licker. Und es liegt wohl eher daran, dass jetzt hier dieser Fokus auf diesen Erscheinungsbild, das Porträt von diesem Licker, doch mir positiv gefällt und durchaus einen krasseren Impact hat tatsächlich, als damals auch die Promo-Shots. Ich war noch anfangs sehr skeptisch gewesen, auch was die Pose betrifft. Aber jetzt tatsächlich bin ich guter Dinge. Es gibt eine Sache, die ich definitiv sofort erwähnen möchte und die mir auch negativ auffällt. Zack. In diesem Bereich hier seht ihr, wie die Zähne oder wo die Zähne angeklebt worden sind. Ne? Ihr seht hier so eine Art Naht. Es ist nicht schön. Ne? Es ist immer noch, ich sag mal, eine Preisklasse, die sich in Grenzen hält, aber das hätte man auch vermeiden können, indem man einfach das hier an diese Oberlippe-Struktur hätte kleben können. Dann wäre diese Ugly-Linie nicht zu sehen, ne? Wie ihr sehen könnt. Ansonsten, von der Kolorierung her gefällt es mir sehr gut und von dieser Seite hier, von diesem Porträt, erinnert mich der Licker tatsächlich mehr an Carnage oder Venom von der Marvel-Serie. Wahrscheinlich kennt ihr es. Und dennoch finde ich es halt sehr gut gelungen. Ne? Wir sehen hier die einzelnen Backenstrukturen hier wirklich sehr, sehr gut. Muskulaturstränge, alles super. Ne? Gefällt mir sehr gut. Und ich muss dazu sagen, bei dieser Preisklasse, das Gehirn ist ziemlich gut koloriert, als auch strukturiert gemacht. Es gefällt mir sehr gut im Vergleich zu anderen, ich sag mal, großen Premium-Herstellern, wie zum Beispiel die jetzt Büsten herstellen, ne, oder halt Statuen im, ich sag mal, 900 Euro bis 1200 Euro Segment, sieht das hier wirklich sehr gut aus. Pyrazi. Ne? Also es gibt da so einen Hersteller, der hat es vollkommen verkackt bei einer bestimmten Lickerbüste. Meiner Meinung nach. Ne? Das ist nur meine optische Einschätzung und Meinung. Ich habe auch Inhandbilder von Sammlern gesehen, auch von Freunden von mir, die diese Büste besitzen. Und ja, aber kein Stress jetzt hier. Ne? Genau. Ich finde interessant, dass sie hier tatsächlich das Modell sehr gut übernommen haben. Man sieht hier die einzelnen, ich sag mal, Rückenplatten, Strukturen, ne? Wirklich sehr gut. Hier im Rücken mal alles super. Alles super. Man sieht hier teilweise auch sehr gute Muskelstränge. Ne? Das gefällt mir sehr gut in diesem Bereich. Was die Kolorierung hier auf diesen Schulterblättern angeht, ne? Ist nicht mehr ganz so gelungen wie beim Tyrant zuvor. Aber für diese Preisklasse immer noch in Ordnung. Ne? Man darf nicht zu viel erwarten. Echt nicht zu viel. Aber ansonsten, in diesem Bereich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen auf die Bruststruktur eingehen oder Muskulatur. Es sieht okay aus. Ne? Hier und da von der Kolorierung her, wenn man genau sieht, nicht ganz so fein, nicht ganz so sauber, aber dennoch okay.
ne? Man hätte es besser machen können. Wer irgendwie in seiner Weise gut mit Painting ist oder jemanden kennt, der sich in diesem Painting-Bereich gut auskennt, hey, macht es einfach nach, ne? macht ein Neu-Painting und da habt ihr eine bessere Statue hinsichtlich dieser ganzen Kolorierungsgeschichte. Auch hier super, super gut, wie diese knochige Struktur an seinen Fingern hervorkommt und die Krallen sind hier auch relativ spitz. Ne? Ihr müsst nur hier höllisch aufpassen. Na, ich merke schon, sie hat sehr locker das Ganze einmal dagegen gekommen vielleicht oder einmal runtergefallen. Das sind wahrscheinlich diese Finger ab. Was ich auch cool finde, ist, dass hier wieder einige Sachen hervorstehen, wie beim Tyrant zuvor auch. Ne? Wir haben hier einige Objekte, Strukturen, Knochen, die hier rausragen. Also man sieht wieder hier total Mutation Resident Evil-like. Definitiv. Finde ich cool. Auch zum Rücken nochmal. Ne? Man sieht es hier sehr, sehr gut. Einzige Knochenstränge und auch hier die Muskulatur, hier die Strukturen. Ne? Zack, 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 zack. Sehr gut. Von der Kolorierung her, ja, ich würde sagen, minimaler Downgrade. Wirklich minimaler Downgrade im Vergleich zum Tyrant. Ich werde nachher nochmal den Tyrant mit dazustellen. Da habt ihr nochmal genau einen Überblick. Aber ansonsten, wirklich, für diese Preisklasse recht in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen mal runter langsam zu den Knien, Oberschenkeln, zu den Armen vor allen Dingen. Ne? Was ich noch hervorheben möchte, ist hier, dass hier dieser Schulterblatt nochmal so schön hervorsticht. Ne? Also das sieht wirklich aus, als ob es gleich jeden Moment noch sich weiterentwickeln wird, die ganze Licker-Geschichte, Mutation hier. Ne? Und dass hier noch etwas Obskures bei rauskommen könnte. Ne? Man weiß es nicht. Genau. Pass auf, wir stecken mal nochmal die Zunge ein. Wir haben jetzt genug gesehen. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Ich glaube, ja, jetzt sitzt es fest. Genau, ganz anderer Impact, ne? Beziehungsweise ganz andere, ich sag mal, Ausschnittsmöglichkeit. Ich werde ihn wahrscheinlich ohne Zunge darstellen, weil das doch für mich so ein bisschen heavy aussieht. Aber es ist halt eine Attackenpose und die Zunge passt halt wirklich sehr gut, wie ihr sehen könnt. Es sieht phänomenal aus. Gefällt mir sehr gut tatsächlich. Aber ich würde es wahrscheinlich ohne Zunge favorisieren, definitiv. Okay, das war's jetzt von diesem Oberkörper-Headsculpt-Geschichte. Wir gehen jetzt runter zu den Oberschenkeln und ja, zu der Base natürlich. Die Base nicht zu vergessen. So, zu der Base gibt es dieses Mal nicht allzu viel zu sagen. Sie hat nicht so viele Features wie damals bei dem Tyrant. Dennoch gibt es hier eine Kleinigkeit, die mir ins Auge gestochen ist und das ist hier die Taschenlampe. Ich hätte es super cool gefunden, wenn diese Taschenlampe ein LED-Feature hätte, dass sie halt leuchtet. Ne? Das ist wirklich kleinere Spielereien, aber wäre halt cool gewesen. Was ich interessant finde, ist, wie das Licht hier bei dieser Taschenlampe eingefangen wird und somit die Optik hat, als ob sie jetzt halt leuchtet. Ne? Ich kann es mal gegen Licht halten. Ich versuche es zumindest. Oder machen wir es ganz einfach. Zack. Ne? Ihr seht so ein bisschen diese Reflexion. Ich finde es super cool, wie diese Taschenlampe das Licht einfängt. Und hat somit halt auf jeden Fall eine echt coole Optik. Gefällt mir sehr gut. Und es spiegelt sich auch so einiges daran. Ne? Also ihr könnt da mein Fenster sehen von meinem Hobbyzimmer. Genau. Das wäre es eigentlich auch schon. Taschenlampe ist cool. Ansonsten gibt es dazu echt nicht viel zu sagen. Also die Taschenlampe hat auch keinerlei Strukturen oder so. Und das ist, ja, wir haben hier so einen Knopf, einen Ausschaltknopf, ist halt bemalt und das war's dann. Dennoch halt, die Front ist wirklich super cool, wie das Licht da eingefangen wird und reflektiert wird vor allen Dingen. Ja, zu der Base. Ja, wir haben hier die ganz normale RPD Main Hall, möchte ich schon fast meinen, like Base hier. Ich find's, ja, ich weiß nicht, also es ist für mich okay aus. Vielleicht hätte ich es tatsächlich vom RPD Main Hall besser gefunden als dieser, ich sag mal, Westflügel. Das muss es ja sein. So waren die Strukturen, glaube ich, im Westflügel gewesen. Und haben mit den feinzelnen Kacheln hier, eine Kachelstrukturierung und so weiter. Das Ding ist, die haben halt hier das so gemacht gehabt, die Base, dass es hier so kaputt ist, abgebrochen ist. Das erinnert mich eher an so ein Dragon Ball Turnier Base als von Raccoon City. Hier haben wir aber feinzelte Blutspritzer, die meiner Meinung nach eher aufgedruckt sind. Statt hingepinselt, dann ja, so krass gut sehen sie nicht aus. Also es ist cool, passt zum Licker, ne? Ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn man hierzu noch eventuell irgend so ein Bodypart gemacht hätte, einen abgetrennten Arm oder so. Hätte wahrscheinlich hierher definitiv besser reingepasst als vielleicht die Taschenlampe, als auch jetzt hier diese, ich sag mal, relativ ja, billigen Blutspritzer. Also die sind aufgedruckt, definitiv. Die sind da jetzt nicht irgendwie raufgemalt oder raufgepinselt worden. Finde ich schade. Cool gewesen wäre es wahrscheinlich, wenn jetzt hier noch so ein Arm noch hier ranhängen würde, ne? Der abgetrennt ist vom Lecker. Genau, das wäre cool. Oder vielleicht ein paar Bullets von der Pistolenmunition. Hier auch nochmal die Arme bzw. die Hände von diesem Lecker wieder sehr gut zu sehen. Hier die fleischige Struktur, die dann über diesen
knochenartigen Auswüchsen geht. Ne? Die Finger und die Krallen auf jeden Fall. Und hier die Rückseite auch wirklich super gut. Man kann hier wirklich gut sehen, die Füße, ne, und wie lang halt diese Krallen auch sind. Eine steht sogar hervor, wie ihr sehen könnt. Hier das hintere. Ne? Also auch da wieder Bruchgefahr, seid da bloß vorsichtig mit. Und hier auf der Rückseite haben wir hier die Fußsohlen, die Waden und so weiter und so fort. Auch hier die Kolorierung wirklich sehr, sehr gut zur Schau gestellt. Was mir tatsächlich sehr gut gefällt, ist, dass diese Knochenstrukturen hier, wie man sehen kann, auch einige Blutflecke und fleischige Paint-Apps haben. Ne? Gefällt mir gut. Und was mir beim Blicker gut aufgefallen ist, oder sehr gut aufgefallen ist, es hat hier weniger, ich sag mal, diese Ansteck-Abgussform als beim Tyrant noch zuvor. Also es sieht aus, als ob der Tyrant, der Licker, sorry, wie aus einem Guss kommt. Ne? Auch hier im Hinterteil möchte ich hervorheben. Hoppala, die Kamera. So, auch hier im Hinterteil, ne? Wir haben hier so diese Schwanzspitze, die hier rausragt, haben wir hier fast keinerlei Angusspunkte. Vielleicht hier die Seite, da kann man es vielleicht schon ein bisschen sehen. Mal Finger weg. Genau hier am Hinterteil. Der Bereich um die Hüfte. Ansonsten aber kaum mehr. Ja, auch hier Oberschenkelbereich, diese Knochenstrukturen, wie man sehen kann. Ne? Auch wieder ein bisschen mit Blut angepinselt bzw. angepaintet. Und dieser Farbverlauf hier gefällt mir doch relativ gut. Ne? Dass es hier ein bisschen dunkler wird an den Seiten. Und diese ganzen Muskelsehnenstränge einfach phänomenal. Also die haben wirklich diese Anatomie sehr gut hinbekommen, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Und da ist Amstrad wirklich detailgetreu. Also wirklich Hut ab davor. Und ich hoffe inständig, dass diese Serie noch fortgeführt wird in der Zukunft. Dass es nicht nur mit dem Nemesis irgendwann enden sollte, sondern wirklich weitergeht. Wie immer gibt es auch in meinen Videos ein paar kleine negative Aspekte zu sehen. Beziehungsweise auf die ich auch nochmal aufmerksam machen wollte. Ich habe es ja schon erwähnt gehabt, die Zähne, die waren nicht so dolle. Ne? Dieser Angusspunkt da war echt nicht schön zu sehen. Und auch hier haben wir leider ein paar kleinere, ich sag mal, Ansteckpunkte. Ne? Man hat hier den Arm wahrscheinlich wieder angesteckt. Man sieht hier deutlich hier so eine Art kleine Lücke wieder. Also kein überfließendes, Sculpting in Richtung Jochbein oder sonst dergleichen. Hier diese Muskelstränge, ne? Und hier hört es dann leider auf. In diesem Bereich. Da seht ihr halt diese ganz, ganz große Lücke. Schade eigentlich. Aber okay, gut, kann man nichts machen. Ist dann halt so. Und für die Preisklasse ist es, wie gesagt, nach wie vor vollkommen in Ordnung. Zum Preis kommen wir noch gleich. Ja, ich würde sagen, ich hole jetzt nochmal einen direkten Vergleich, den Tyrant. Ne? Schauen uns die beiden nochmal genauer an. Die zwei im Duopack. Und dann gehe ich nochmal auf ein paar kleinere Ärgernisse ein. Da muss ich nochmal ein bisschen Luft rauslassen. Und dann soll es auch mit dieser Review gewesen sein. Das hat schon was, oder? Also mir gefällt das sehr gut. Und ich glaube, dass der Licker doch ein bisschen im direkten Scale zum Tyrant doch ein bisschen zu groß geraten ist. Ich glaube, der Licker war doch ein bisschen kleiner. Ja, ja, definitiv. Der Tyrant muss ja irgendwas mit, was war ja, 2,70 Meter, 2,50 Meter groß sein. Und der Licker war ja auch deutlich kleiner. Ne? Also so in Scale haut das definitiv nicht hin. Aber nichtsdestotrotz, wirklich eine super, super Serie von Namskull. Diese Dioramen-like-Ästhetik, ich liebe sie ja total. Ne? Ich bin ein großer Fan der Organic-Hobby-Serie, diese kleinen Miniaturen. Dioramen, ne? Und ich hoffe, dass Namskull diese Serie weiterführen wird. Na, definitiv. Ja, ihr seht die zwei im Pack. Ne? Wir haben links den Tyrant, der vor ein paar Monaten erhältlich gewesen ist, rauskam. Und rechts die aktuelle Licker-Statue, gefolgt von demnächst der Nemesis-Statue, die hoffentlich dann bald eintreffen sollte. Ich glaube, im September wird sie released. Ne? Ja, eintreffen sollte. Dazu gibt es noch eine kleine Geschichte. Ich werde meine Tyrant mal beiseite holen, damit der Fokus wieder auf den Licker ist. Und dann erzähle ich euch mal was. Das Porträt hier gefällt mir sehr gut. Ich glaube, so werde ich den Licker auch ausstellen von dieser Seite aus. Man kann die Taschenlampe gut erkennen und Licker auch. Jedenfalls, wir wissen ja, dass ich habe die Statue direkt bei Namskull bestellt. Ne? Namskull ist direkt ansässig in der UK, also in England. Wie wir wissen, ist die UK leider nicht mehr in der EU. Bei dem Tyrant hatte ich überhaupt keine Probleme gehabt. Und ich habe ja schon seit Ewigkeiten bei Namskull die ganzen Merchandise-Artikel bestellt. Sei es die Enten, sei es irgendwelche Badges, sei es irgendwelche Promo-Artikel, wie jetzt zum Resident Evil 3, die ganzen Capis und so weiter. Die Kerzen, die es damals zu den Resident Evil-Spielen gab. Duftkerzen zu Resident Evil 7 und Resident Evil 2 Remake. Genauso wie andere kleinere Schlüsselanhänger und Sticker und habt ihr nicht gesehen. Ne? Es gab nie Probleme, auch während der Zeit, nachdem die UK aus der EU ausgetreten ist, gab es mit dem Zoll überhaupt keine Probleme. Dieses Mal hat der Zoll bei der Licker-Statue Probleme bereitet. Die Statue ist schon seit 2 Wochen in
Deutschland, in der Nähe von Berlin, da wo ich herkomme, und wurde nicht herausgegeben. Der Zoll hat die Freigabe für den Licker leider verwehrt. Sie haben mich angefragt gehabt, ob ich irgendwelche Belege hätte bezüglich der Preisklasse, was es kostet. Der Zoll wollte es auf jeden Fall haben. Ich habe alle offiziellen Dokumente vorgelegt und das war dann einfach nicht geheuer und haben gesagt gehabt, nö, die Freigabe wird definitiv nicht erteilt für diese Licker-Statue. Tja, großes Hin und Her. Ich habe weiterhin noch mal ein paar Bilder geschickt gehabt. Das war mein Fehler, muss ich auch gestehen. Ne? Also ich will jetzt nicht die ganze Schuld auf den Zoll zuschieben. Ich habe nicht beachtet gehabt, als ich die Bilder gemacht habe von dem Zahlungsverkehr über PayPal, was ich gemacht habe. Ne? Der Zoll meinte dann, es dürfen definitiv keine Bilder mit irgendwelchen Sonderzeichen sein. Ne? Also ich musste die Bilder tatsächlich nochmal umbenennen und dann nochmal wieder schicken. Ja, es war ein großes Hin und Her. Deutschland, Land der Behörden, hat halt wieder lange gedauert gehabt. Und über eine Woche kam irgendwie keine Meldung. Ja, und der Zoll hat dann wieder die Freigabe nicht erteilt. Nun hat sich die DHL dazu eingeklinkt, hat dann gesagt, okay, wir überprüfen das, wir schicken nochmal eine Post an den Versender, das war Namsgal. Die haben es irgendwie dann unter sich geregelt und dann kam endlich die Freigabe vom Zoll. Ja, fand ich sehr gut und ich bin gespannt, wie es jetzt mit der Nemesis-Statue aussieht, denn die Nemesis-Statue habe ich auch direkt bei Namsgal bestellt. Ich könnte über Zavi gehen, gar keine Frage. Es gibt auch andere Figuren-Shops, wo man diese Statuen erwerben könnte. Das Problem ist, die sind einfach nicht hundertprozentig sicher, dass ihr die Statue auch von dort bekommt. Ich habe bei dem Tyrant, gab es einen Kollegen, dessen Statue von Zavi storniert wurde, weil es einfach nicht mehr genug Content gab. Ne? Die waren wahrscheinlich wohl sold out und Zavi hat keine Lieferung mehr von Namsgal bekommen, also wurde seine Tyrant-Statue gecancelt von dem Kollegen, der über Zavi bestellt hat. Ein amerikanischer Kollege wartet bis heute noch auf seine, also ein anderer amerikanischer Sammlerkollege wartet immer noch auf seine Tyrant-Statue. Und gerade habe ich von einem sehr guten Kumpel von mir erfahren, grüße ihn raus an Andy, dass er mit einem Release von Ende September erst seine Licker-Statue von Zavi, die er dort bestellt hat, erwarten kann. Ne? Was schon ein bisschen nervig ist. Ich kann es verstehen. Schaut mal, viele Sammler bekommen die Statue. Ne? Zack, 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 zack. Und die Leute erfreuen sich daran. Viele Leute verdienen auch tatsächlich Geld damit, ne? Indem sie halt Reviews führen. Und ich bin mir sicher, dass Andy zu dieser Statue auch eine Review machen wird. Ich bin schon mega, mega gespannt, was er dazu sagen wird. Schaut es euch auch definitiv an. Ihr müsst das machen. Der macht großartige Videos. Andreas Sperling von Screenfire. Und ich verstehe es einfach nicht, warum man sich so viel Zeit lässt. Ne? Das Problem ist, wenn man bei Namsgal direkt bestellt, ihr kriegt eine Garantie darauf, ihr kriegt die Statue, sofern sie vom Hauptproduzenten nicht gecancelt wird oder irgendwelche Probleme auftreten. Das war jetzt das erste Mal, dass ich diese Zollprobleme hatte. Ja, das ist super ärgerlich gewesen und ja, jetzt ist halt die Frage, bestelle ich die zukünftigen Statuen, die noch kommen werden, direkt bei Namsgal jetzt vor oder gehe ich das Risiko ein, eventuell eine Statue nicht mehr abzubekommen und probiere sie dann direkt Kauf über Zavi zu machen oder irgendwelche anderen Figurenhersteller. Das Ding ist einfach nur, solange Namsgal kein Verteilerzentrum innerhalb der EU hat, das wollen sie auf jeden Fall machen, haben sie angekündigt gehabt, damit diese Probleme nicht mehr entstehen, damit es auch zügiger vorangehen kann wegen ihren Kosten und auch dem Verteilen und so weiter und so fort. Also Verteilen der Statuen oder der Artikel. Denn man darf nicht vergessen, wenn man halt direkt bei Namsgal bestellt, kommen noch mindestens 37 bis 40 Euro Versandkosten hinzu. Na, ist ja nicht mehr Neo, das Ganze. Genau. Ja, jetzt habe ich meine Luft rausgelassen. Ich würde sagen, wir messen jetzt nochmal die Statue aus. Hätte ich beinahe vergessen. Oh, war ja. Und dann kommen wir zur Endwertung. So, wollen wir meine Höhe erstmal ausmessen. Und da kommt der Licker gut, kannst du sogar so machen, auf, ohne die Basis, ohne die Base, besser gesagt, auf 15,5 cm mit der Base liegen wir bei circa, ja, 17 cm, würde ich sagen. Ne? Und vom Durchmesser her wird es ein bisschen knapp, denn ich kann jetzt einfach nur die Länge vom einen Ende zum anderen messen. Haben wir hier circa, ja, 18,8, 18,9, sagen wir, runden wir auf 19 cm von der Länge und die Breite. Ich versuche es ein bisschen einzuschätzen für euch. Ja, knapp 16 cm, also damit ihr ungefähr wisst, wie viel Platz ihr in eurer Vitrine oder in eurer Ausstellungsmöglichkeit dann braucht. Ne? Ganz wichtig. Hier unten wieder von Namsgal hervorragend, wirklich hervorragend und beispiellos. Das Design hier, ne? Wir haben hier wieder, zack, alle offiziellen Partner, die dabei sind. Also Capcom ist der Kreis von Capcom kommt und offizielles Produkt von Namsgal und Capcom. Und
Wie ich wieder hervorragend finde, haben wir hier wieder diese Schaumstoffnuppeln, die natürlich so eine Art Premium-Optik geben. Ne? Haben nicht mal die teilweise einige der großen Namen, wie jetzt, ich sag mal, ein paar Statuenhersteller oder sonst dergleichen, ne? Damit die Boden halt hier nicht zerkratzt werden. Ne? Und die Statue auch relativ fest sitzt. Gefällt mir sehr gut, ist wirklich sehr, sehr schön. Und an sich hat hier Namskal wieder eine hervorragende Arbeit geleistet. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Serie weitergeht. Bei Namskal ist diese Lika-Statue Stand heute, also der. Wie vielten haben wir dann heute? Oh, weia. Ich glaube, wir haben den 23. Ne? Gott, ich weiß es nicht. Stand heute. Ich schaue es mir nachher nochmal genauer an. Sorry, Leute. Ist Lika-Statue noch bei Namskal erhältlich? Bei Zavi ist sie vorerst ausverkauft. Vielleicht kriegen sie noch eine Nachlieferung, man weiß es nicht. Gucken wir mal, ne? Ihr solltet nicht allzu lange warten, denn der Licker war bei Zavi schneller ausverkauft als der Tyrant. Ich glaube, der Tyrant ist tatsächlich noch erhältlich bei Zavi. Und, aber gut, ich denke, das hat auch eher damit zu tun, dass der Licker von Resident Evil 2 ist und der Teil natürlich abgöttlich gefeiert wird. Okay, ihr Zombies und Zombien. Das war's von meiner Seite aus. Am Ende bekommt ihr vielleicht noch ein, zwei Ausstellungsmöglichkeiten bezüglich dieser Licker-Statue. Ich bin der Chris Wenfield, bedanke mich wie immer für eure Unterstützung, die ganzen Likes, Kommentare, Daumen. Wenn ihr Fragen habt, ey Leute, fragt ruhig. Keiner beißt euch, ne, was Preis an... Achso, der Preis, ja, fuck. Beinahe Preis vergessen. Ja, ich war jetzt mit knapp 100... Lass mich nicht lügen, 150 Euro jetzt dabei, ne, alles um und dran. Die Figur, die Statue an sich ist ja keine Figur, ist eine Statue. Die Statue an sich plus Versand und so weiter und so fort. Genau, das war's von meiner Seite aus. Nochmals vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich bin der Chris Wenfield und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.